Hallöchen zu einem neuen Video. So, hier ist natürlich Publikumsverkehr seit Montag, Gott sei Dank. Dürfen wir wieder aufhaben und ja, hab meinen Mundschutz dran, selbst genäht, nicht ganz perfekt, aber macht was er soll und mit dem Gummi tut es auch nicht an den Ohren weh. Wir machen heute ein neues Deko-Video. Ich warte nur noch auf die Karin, die hat noch Kundschaft und dann geht's gleich los und ich habe heute 3 Stunden eure Päckchen eingepackt. Also ganz lieben Dank, dass ihr so viel bestellt. Viele rufen auch immer vormittags an und bestellen noch und das macht einfach so viel Laune. Manche Sachen habe ich gar nicht geschafft, in den Shop einzustellen. Schon waren sie wieder weg, aber heute gibt es wieder eine zauberhafte Frühlings-Sommer-Deko. Mal gucken, was wir machen. Und ich muss jetzt hier unseren Drehtisch noch ein bisschen preparen, vorbereiten. Da seht ihr schon, was heute zum Einsatz kommt. Ja, bei der Karin gibt es auch Gemüsepflanzen und Kräuter. Und schaut euch das mal an. Jetzt rüstet sie natürlich wieder auf. Hat auch nicht nur Schnitt, sag schon, wie heißt es? Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Da steht's doch, Mensch. Da steht's doch dran, ne? Oder? Schnitt. Ach, sag mal. Ich bin heute total durch den Wind. Wie heißt denn das? Ich komme jetzt nicht drauf, ne? Glaubst du, es mir liegt auf der Zunge? Naja, wir kommen dazu später nochmal. Also hier hat sie jetzt aufgerüstet, auch als Hochstämmchen übrigens. Vielleicht komme ich ja doch noch auf den Namen. Sieht jedenfalls ganz zauberhaft aus. Und es kommen schon wieder ganz, ganz viele Leute. Das finde ich auch total süß hier. Hammermäßig. Also das Schälchen auch. Kostet 22,95. Ja, das Wetter passt, das ist wunderschön. Die Vogeltränke ist auch schon ein paar Mal verkauft worden, die ist ja auch total süß. Und hier ist ein kleiner Apfelbaum und der blüht, das sieht so schön aus. Was sich auch sehr gut macht, sind die blühenden, sind es Primeln? In diesen Töpfchen, die sind ja zauberhaft. Ja, ich brauche die Karin, ich komme nicht mehr auf die Pflanzennamen, auf jeden Fall. Das ist ja auch Hibiskus? Nee. Klematis, Mensch, Kathi, macht mich so wahnsinnig mit den ganzen Bestellungen, aber es macht Spaß. Und, ach, guck mal, wie schön das aussieht in dem Behälter da drinne, in weiß. Klematis, da steht es ja auch drauf, auf dem Schildchen. Wunderschön am Blühen hier jedenfalls. Gibt auch neue Gartenstecker in Rostoptik. Ja, und ich habe schon gesagt, jemand hat den Gartentisch gekauft, jemand hat die Windlichter mit dieser Goldoptik schon weggekauft, direkt aus dem Video raus, hat dann schnell angerufen. Und guck mal, das finde ich auch total süß hier, das Gestell. Unten hat sie kleine, süße Buchspflänzchen reingestellt und oben ist das zarte Pflänzchen drin oder mehrere sozusagen. Jetzt kommt sie, jetzt kommt sie. Aber ich muss noch aufräumen hier, ich habe wieder nur rumgedreht hier. Mensch, wie heißt die schnell wieder? Ich komme nicht drauf. Hallo zu einem neuen Video. So, normalerweise drehen wir früh um 10. Heute ist 10 nach 12, weil wir haben jetzt 3 Stunden eure Pakete gepackt. Also danke dafür. Und die Anrufe reißen nicht ab. Also ich muss jetzt aber aufhören heute, denn wir wollen jetzt noch Video machen für euch. Und ich sag mal Hallo zur Karin. Hallo. Macht man heute? Heute machen wir nochmal eine Tischdeko, weil wir hatten ja jetzt schon vorab, wie wir unsere neue Ware ausgezeichnet haben, euch diese Gläschen gezeigt mit dem Beinchen und die Vasen dazu. Und da wart ihr so begeistert und habt jetzt schon bestellt, obwohl ihr noch gar nicht wisst, was man alles damit machen kann. Genau, weil von denen habe ich nämlich gar nicht mehr so viel, aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht noch ein paar andere Möglichkeiten hätten, die Sachen euch anzubieten. Also wir haben die auch noch in verschiedenen Farben, sind auch im Shop am gleichen, also unterm gleichen Link zu finden. Da müsst ihr einfach übers Dropdown-Menü mal runterscrollen und da gibt es die eben in kleiner oder in größer, in grün. Dann haben wir es auch noch in weiß da, in klein. Die weißen habe ich auch in dem Muster, aber da könnt ihr dann selbst entscheiden, was euch am besten gefällt. Und die Stückzahlen sind ja auch immer im Shop hinterlegt, also das sollte immer genau passen. Ich finde die ja zauberhaft, ne? So weit am Text. Ja, vor allen Dingen das Weiß und das Grün ist halt ziemlich neutral. Das kannst du überall dazu dekorieren, ne? Stimmt, ja. Wir machen jetzt zwar das Rosa, weil wir da noch ein bisschen diese kleinen Papageien dazu dekorieren wollen, aber wie gesagt,
Weiß und Grün ist halt auch schon klasse, ne? Das ist mega, ja. Und bitte ruft nicht mehr an wegen den Koalas. Wir haben nur noch ein paar große. Also wenn ihr große noch wollt, da sind noch eine Handvoll da. Alle anderen Koalas, die kleinen, sind alle ausverkauft. Wirklich, wir haben sogar aus der Deko was rausgenommen. Die letzten... waren halt zu süß, ne? Die deswegen waren halt, was gibt's denn heute? Deswegen haben wir gedacht, wir Täubchen sind los, oder die was? Die Papageien. Papageien sind, die sind halt dann süß in der Kombi mit diesen rosa Gläschen, oh, wobei ja, die auch ganz schön sind mit dem Weiß. Absolut. Das ist halt edler, das ist ein bisschen farbiger, je nachdem. Je nach Geschmackssache, ne? So ist es. Schön. In klein und in groß haben wir die Papageien. Ja. Also die Papageien sind los heute. Ach, in drei? Und dann haben wir noch ganz, ganz große auch. Wir haben halt okay, jetzt mal die drei ausgewählt. Ach Gott, sind die putzig. 4,50 der Kleine. Also ihr findet den Link unterm Video, weil viele auch immer anrufen, sie finden den Link nicht. Oder ihr geht einfach über die Shopseite www.blumen-im-ratskeller.de. Aber das blende ich ja auch immer ein. Also das müsstet ihr eigentlich finden, wenn ihr gar nicht zurechtkommt, einfach unter der Festnetznummer anrufen. Ja. Und heute machen wir so eine Kombi zwischen Pflanzen. Wir wollten mal so kleine Gefäße einfach ein bisschen mal was reinpflanzen und dann die kleinen Wässchen dazu, wo wir ein paar Blümchen reinstecken. Leg los, ich muss noch einpacken. Also, da haben wir jetzt einmal diese Windlichter mit den Füßchen oder kann man auch als Vase einsetzen. Ganz süß sind die. Dann habe ich da so kleine Muskate ausgetopft. Ja. Da macht man ein bisschen Folie bloß rum. Ihr müsst da nicht mit Erde hantieren. Okay, das ist jetzt auch wieder neu für mich. Habe ich noch nie gesehen. Cool. Dann habe ich da so Sisal. Farbe ich jetzt in dem Glas. Das kaschiert man auch einfach ein bisschen rum. Ey, klasse. Und steckt ja, das ist natürlich dann rein. Ich habe immer mit Erde rumhantiert, ne? In sowas. Nö, brauchst du ja nicht. Weil, wie gesagt, das sind ja so Frühjahrsblüher und die halten eh nicht so lange. Richtig. Und um die Folie ein bisschen abzudecken, habe ich da wieder ein bisschen Buchs. Steckt mal einfach ein bisschen vorne rein. Klasse. Und weil ja die Muskate ein bisschen leicht hängen, haben wir da noch so kleine Ästchen wieder. Angebratet, das war jetzt wieder mit der Gabel. Von Apfelbaum. Die man einfach auch noch ein bisschen dazu drapiert. Man kann dann auch mal einen vorne noch nur so drüber legen. Und schon ist die erste Deko fertig. Ganz süß. In das zweite jetzt für den Garten. Aber ich glaube, finde ich ganz süß, haben wir so ein Hauswurz noch dazu in Verbindung. Hauswurz ist das? Ja. Aha. Ist das wie so eine Art Sukkulente oder was ist das? So ja, ist es. Und wie gesagt, die sind halt sehr pflegeleicht, vertragen pralle Sonne. Das ist gut. Wachsen aber auch in der Wohnung. Also es ist wirklich wenig Gießen. Pflegeleicht ganz ist immer gut, ne? Habe ich auch wieder ein bisschen die Folie. Ansprühen oder was alle paar Tage? Also das reicht eigentlich da mit Ansprühen. Okay. Da musst du ja nicht so viel gießen. Es kann so trocken sein wie ein Kaktus. Okay, na, gut. Ich mag die nämlich auch ganz gerne. Ja, ich liebe die. Die sind auch immer dekorativ. Du nimmst so viele Sachen verarbeiten. Du kannst ja auch einfach mal die Blüte nur wegmachen. Und die haben dann so kleine Wurzeln und kannst es irgendwo hinlegen. Ne? Ach so. Und dann wächst es einfach an. Ja, auch für Steinmauern. Bestimmt. Ach, auch für draußen? Ja, kann man auch mal einfach in so eine Mauer reinstecken. Und dann wachsen die. Probiere ich aus. So, dann machen wir hier das Gleiche nochmal. Ja, das ist ja cool. Ja, ich wäre jetzt wieder ganz einfallslos mit den Teelichtern, hätte deine LED-Lichter reingesetzt und hätte mich dann gefreut. Ne? Für mich ist halt wichtig, dass man jetzt die Erde nicht sieht. Oder das Töpfchen. Und es sieht trotzdem so dekorativ aus. Übrigens auch als Geschenkidee für Mitbringsel oder sowas, falls man sich irgendwann mal wieder treffen darf. Ne? Ist doch ein Wahnsinn. Das ist ja Kleinigkeit. Es ist meistens Licht, das dann gepflanzt, so um die 10 Euro. Und da hast du ein schönes Mitbringsel. Cool. Ganz, ganz süß. Und wie gesagt, wenn man es einmal nicht mehr gepflanzt haben will, einfach rausziehen, kann man es als Teelicht oder als Wäschen auch benutzen. Ganz genau. Dann haben wir farblich passend dazu zwei so kleine rosa Vasen. Ja, die sind schon 15, 16 hoch, würde ich sagen, ne? Ja. Passen auf jeden Fall ganz genau, sind aus der gleichen Kollektion wahrscheinlich wieder, ne? Die Wäschen. Wie viel hast du denn davon? Hast du wieder nur 5? Ich glaube, das sind nur 8 Stück. 8 Stück, also ihr müsst schnell sein. Im Laden auch verkaufen. Ihr habt es ja selber schon gemerkt, ne? Also manche Sachen sind wirklich nicht so oft da, deswegen wirklich einfach schnell sein. Das ist nicht, weil wir es irgendwie sagen, sondern es ist leider so. Wir können uns dann nicht 100 Stück davon auf Lager legen hier oder die Karin, deswegen
einfach, wenn ihr es haben wollt, schnell sein. Ja, dann habe ich jetzt mal das Spinose, habe ich euch ja schon mal gedruckt gezeigt. Ja, und klar. Jetzt ist es in voller Blüte. Und da habe ich einfach so einen Trieb, super, den ich da reinstecke. Dann habe ich schon wieder schön Halt. Das sieht ja toll aus. Dann haben wir einfach gedacht, in Kombination zu dem Rosé, solange es die Ranunkel noch gibt, einfach eine Ranunkel noch mit reinstecken. Deine sind auch so riesig groß, ne? Wunderschön. Ja. Und um das Rosa nochmal aufzufangen, was auch super hält, was man auch trocknen kann, das Hibericum. Hypericum, also ja, genau. Johanniskraut, ne, ja, in die Rosa. Farbe ist toll. Mhm. Hast du auch im Laden, ne? Ja, und einfach noch einen Stiel dazu. Superschön. Wenn man möchte, wenn man noch ein bisschen das Altrosa, ich habe euch ja gezeigt, das Bambasgras ist ja heuer so in. Ja. Da habe ich bloß von einem Stiel so einen kleinen Nebentrieb jetzt gemacht. Jetzt sag mal, für ganz Doofe wie mich, ist das jetzt echt oder ist das jetzt? Das ist echt, das ist getrocknet, ne? Und ist halt dann eingefärbt. Okay. Weil normal ist es ja nur Naturfarben und... Sind das diese Riesenstängel, die du vorne diese hast? Diese ganz großen. Und da kann man pro Stängel kaufen oder wie ist das? Da kann man einen Stängel kaufen, der liegt bei 4,50 Euro. Aber und der ist ja riesig. So ergiebig, der also ist da riesig, kannst du ja ehrlich. Massig Gestecke oder Filme Grenze ich euch gleich nochmal ab, weil habe ich nämlich auch gerade stehen sehen vorne. Wunderschön. So, dann würde ich das gleiche noch ein bisschen niedriger in die andere Vase. Also auch einfach nur das Spinosa gerade reinstecken. Wieder eine Ranunkel dazu. Also ihr könnt auch eine andere Blüte, ein Röschen oder sonst was reinstecken. Blühen jetzt bald im Mai. Unten drunter wieder das Hibericum. Und dann vielleicht noch mal ein bisschen kürzer, auch noch mal ein bisschen das Bambasgras. Wunderschön. So, mehr hätte ich jetzt an Blumen gar nicht gemacht. Wenn man möchte, könnte man auch, was ich mal ganz cool finde, damit nicht alles so gerade ist. Ich mag es ja mal ein bisschen verspielter. Dann habe ich da einfach so einen Ast, der so schön gebogen ist. Und bemoost. Ach, den hast du auch mit der Gabel und steckst einfach den einfach auch rein. Nur eine Gabel. Ja, cool. Und es wird da so ein bisschen drüber drapiert und dann hast du da wieder ein bisschen Spiel, dann sieht es irgendwie noch ein bisschen cooler und filigraner aus. Auf jeden Fall. Und wenn man möchte, dass man den Draht nicht so sieht, also mich stört jetzt nicht das kleine Drähtchen, dann kann man auch noch mal ein bisschen Buchs drüber stecken. Ganz süß. Und dann haben wir noch ein kleineres Teelicht. Das wir jetzt auch wirklich als Teelicht benutzen, wo wir unseren Renner. Ja, unser Renner ist es. Wir mussten nachbestellen, also werden heute nachbestellt, damit auch die nächsten noch LED-Lichter bekommen. Also einfach nach rechts drehen, dann gehen sie an und nach links drehen, dann gehen sie aus. Und die Batterien könnt ihr auch tauschen, einfach aufschrauben. Und wie gesagt, genau. Du kannst halt das Haus verlassen, du kannst mal auf dem Sofa einschlafen, es passiert halt nichts. Nee, das ist schön, ja. Es gibt Leute, die bestellen nur bei uns 10 oder 20 von den Lichtern. Also habe ich schon einige eingepackt die letzten Tage. Jetzt haben wir uns überlegt, das könnten wir vielleicht ein bisschen auf so eine erhöhtes Alu-Tablett kaschieren. Ihr könnt es aber auch auf einen Teller, auf ein Holzbrett oder blank auf den Tisch stecken. Wir haben ja zwei da. Warte mal, ich gehe mal zur anderen Seite. Ich glaube nämlich, dass das Licht von der anderen Seite besser ist. Kannst du auch machen, ja genau. Ich filme bloß mal jetzt von hier, weil da seht ihr die Farben schöner. Dann hätte ich nach gesehen, hinten. Eine große und eine kleine Vase kaschiert. Als Gag einfach so ein bisschen die Birkenäste. Schön, also das sieht ja toll zusammen aus, ne? Hammer. Dann einfach das kleinere nochmal drapiert. Also man muss jetzt auch nicht fünf, man kann auch sagen, ich habe einen kleineren Tisch und stelle dann weniger. Um das Ganze aufzulockern, einfach nochmal unsere Papageien mit rein. So, jetzt ist die Deko soweit fertig. Guck mal, wie schön das aussieht. Richtig schön stimmig und
Vor allem diese kleinen Papageien sind richtig niedlich, ne? Kombi mit also dem Weißen. Traumhaft. Wie viel hast du denn davon da, Schatzele? Hast du nachher mal zählen? Wir müssen zählen, weil das brauche ich dann auch gleich für den Shop. Aber das sieht auch schön aus, weil sich die Farbe von der ranunkelt und das Helle von dem Papagei sieht so süß aus. Wir haben noch das andere Tablett hier. Ich muss mal ziehen hier. Das kennt ihr schon noch von einer anderen Deko von uns. Ich wollte euch nochmal das Helle da noch dazu zeigen. Das wäre natürlich auch toll dazu. Ne? Ja. Sieht halt mit dem Silber, sieht das auch sieht edel aus. Und klasse aus. Ne? Was kostet denn das große Tablett? Das ist jetzt so auf Füßen. Müssen wir nachher mal durchschauen, wenn wir es nochmal, wir räumen es ja jetzt nochmal ab, weil wir ja die längliche Deko euch demonstrieren wollen. Dann schauen wir mal, was das Alu. Ah, länglich wird es auch noch. Na, nur mal kurz, ja? Wenn jemand nicht kommst du ran? Platz hat. Also dann nochmal als Deko-Vorschlag jetzt auf ein längliches, das ist von der, ruhig ein bisschen die Steine. Die hatte ich jetzt mal draufgelassen. Das kennt ihr schon, da haben wir schon die Deko in der Tüte gemacht, wo wir die frischen Blümchen in der Tüte drapiert haben. Das habt ihr im Winter gesehen bei uns. Dann seht ihr, da braucht ihr mal gar nicht so viel, also wenn ihr nicht so viel Platz hast. Also man muss hier nicht alles. Ja, wunderschön. Ganz, ganz süß. Ach Gott, ist das süß. Halleluja. Das ist ja auch zauberhaft. Dann würde das auch schon reichen. Fliegt nicht über deine Salatpflänzchen. Klasse. Ganz, ganz toll. Was sagt ihr? So, wir freuen uns auf eure Kommentare auf jeden Fall. Natürlich könnt ihr das auch abwandeln, wie euch das gefällt. Aber so die Grundidee wollten wir euch nicht vorenthalten. Das Gerüst sozusagen frühlingsfrisch. Genau. Also wieder im Pastellrosa, ne? Ich finde auch das Mischen mal ganz sieht toll, gut dass man aus. Einfach rosa und weiß. Man muss nicht ja. alles in Rosa Stimmt. machen. Das ist klasse. Ganz schön geworden, zauberhaft. Ne? Und so könnt ihr die Farben nehmen, wie es euch gefällt. Also von den Teelichtern, da haben wir grün, weiß und eben dieses Pastellrosa. Nehmt einfach, was euch gefällt. Und ich glaube, das Pampasgras hast du auch in braun, oder? Das haben wir auch in braun. Auch in braun. Filme ich euch gleich nochmal ab, das Pampasgras. Schale, weil, wie gesagt, das können wir auch verschicken. Die ist natürlich... oh ja. Hast du einen Preis dran? Ne? Also 89,95. Das ist 59,95 und das 89. Aber das kann halt über den Winter auch draußen bleiben. Echt? Alu rostet nicht. Echt? Da hat okay. man halt keine Probleme. Das kann man überall dekorieren. Also, hast du es einmal da? Ich denke, es ist nur noch eins. Also, da. Es ist eins da. Ich sag mal ganz vorsichtig, wenn ihr es haben wollt, ruft schnell an. Weil wie gesagt, der Gartentisch und das war so schnell weg, so schnell konnten wir gar nicht gucken. Ich war noch nicht zur Tür raus. Na, da war das schon weg sozusagen. Ja, also, vielen Dank fürs Einschalten. Hat uns wieder Spaß gemacht. Wir hoffen, euch hat auch die Deko wieder ein bisschen gefallen heute mit uns. Die Karin holt, glaube ich, noch was irgendwie. Ich filme euch gleich noch das Pampasgras ab. Alle Produkte verlinke ich euch wieder unterm Video in der Infobox. Einfach auf mehr klicken, dann öffnet sich die Box und da könnt ihr dann auf die entsprechenden Links gehen und ganz easy peasy bestellen. Hier Wobei ist noch mal ein großer, wenn der man jetzt groß. Nicht so viel mit Blumen haben der möchte. Ist bestimmt über 20 cm, ne? Dann wäre das natürlich auch süß in Kombi, ne? Ja, sieht auch klasse aus. Also, da muss ich jetzt schnell noch mal gucken, wie viele Größen du hast und alles. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst uns ein bisschen Feedback unterm Video in den Kommentaren da. Würden wir uns auch wie immer freuen. Dann würde ich sagen, bleibt alle schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!